Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Finkenwerder, willkommen zurück zu RimWorld. So, ich lasse mal nebenbei so weiterlaufen, bevor es hier richtig losgeht. Die Gefangenen kennen wir ja schon von der letzten Folge. Wir sind in unserer Obhut für, wie viele Tage war das eigentlich? Schauen wir mal ganz kurz. Für, okay, aktiv, genau. Für 18 Tage noch. Um die müssen wir uns kümmern, dann kriegt, wer war denn eigentlich unsere Freibäuerin? War das Bokroy? Ja, Bokroy, da kriegt dann Bokroy 9. Und ich glaube, dann erreichen wir auch schon den Titel Akolytin, glaube ich, insgesamt. Also sie hat eine Ehre 9, nee, dann haben wir erstmal 10. Ja, noch nicht. Also noch keinen neuen Titel, aber wir arbeiten uns heran. So. Essen läuft. Ja, wir haben die Kleidung erforscht. Jo, dann machen wir schon mal die königliche Kleidung. Wird später von Vorteil sein, brauchen wir. Dann für Bokroy. Ja, Lagergeschichten laufen noch. Es wird geerntet, wird noch nicht gepflanzt. Wir hatten ja ein bisschen Transport und Reinigen auf eine höhere Stufe gestellt. Ja. Lassen wir auch erstmal so. Wir haben echt eigentlich genug von den ganzen Sachen. Fleisch haben wir auch noch. Wir jagen nicht weiter. So. Ich überlege gerade, ob wir, bevor sie Handwerk macht, das kann ja echt so bleiben. Bei den anderen muss ich das echt wieder mal umstellen, glaube ich. 1-1. Waldarbeit, dann kommen die hier wieder. Das soll mal gemacht werden. Es hilft ja nichts. Es hilft echt nichts. Dann haben wir hier wieder dasselbe. 1, 2, 2. Dann 1. Manhunters in Map. Okay. Warum? 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 Verrückter Steinbock. Zum Ort springen. Das werden wir ganz einfach lösen. Alle mal ins Gebiet 1, damit sie in Sicherheit sind. Unsere Leute kommen alle hier hin. Das klären wir erstmal. Wir wollen keine Verletzung riskieren. Dauert viel zu lange, bis die wieder geheilt sind. Wir brauchen die Arbeitskraft. Kann eine Infektion bedeuten oder irgendwie ein Körperteil fehlt oder dann vielleicht doch der Tod. Das muss alles nicht sein. Deswegen positioniert euch mal alle hier, bitte. Sind alle da? Alle sind da. Sehr schön. Da ist er auch schon. So schnell geht das. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Waldarbeit. Dann, Bauen, Waldarbeit, 2-2, Kochen, Waldarbeit, Feldarbeit, 2-2, Jagen, Waldarbeit, so,
Dann wird man auch mal wieder angebaut. Ist ja auch nur noch für den Sommer. So, ein bisschen schneller laufen lassen. Gut, Heu wird schon hier abgeerntet. Sehr schön. Sonnenfinsternis. Eine Dämonin hat sich vor die Sonne geschoben. Eine Sonnenfinsternis hat bekommen. Scheinbar hat dieser Planet mehrere Monde. Ist ja nicht so selten. Auch in Wirklichkeit. So. Wir haben hier irgendwie Brandy liegen. Das ist echt legendäres auch noch. Ich will nicht, dass sie das wegkonsumieren. Moment mal. Das scheint ja echt was Feines zu sein. Drogenrichtlinie verwalten. Soziale Drogen haben wir ja gesagt. Brandy wird gar nicht erlaubt. Zur Entspannung. Gar nicht. Jo. Das wird erstmal gelagert. Das kann man. Das wirkt auch, glaube ich, als. Weil das halt so ein teures Gesöff ist. Hat von 2500. Attraktivität müsste das echt einen hohen Satz haben. Maximal zufriedengestellte Titel, also eine Gräfin mag sowas. Also das ist echt guter Stoff. Soweit ich mich erinnern kann, hat es auch eine gewisse Attraktivität, wenn man es irgendwo auf 1600 Leute. Das ist echt. Alter. Das ist echt der Hammer, ne? So. Das ist echt teurer Stoff. Werden wir irgendwann auch mal herstellen, aber so weit sind wir ja noch lange nicht, wie ihr seht. Die sind hier die ganze Zeit am Rumkotzen. Woran liegt das? Okay, die haben gesoffen. Die haben aber nichts mehr im Inventar. Gut. Also die sind einfach alkoholisiert. Baumwolle wird abgeerntet. Menino kümmert sich um die Tiere. Ah, die müssen wir ja wieder rauslassen. So, Estelle unbegrenzt, Amabel auch. Graffi. Was hatten wir bei denen eigentlich gesagt? Gebiet Weidetiere, hatten wir gesagt, ne? Alles, was hier drunter ist, ist eigentlich Weidetiere, außer... Hier Tyglasin 1, Weidetiere, alles Weidetiere, sehr schön. Die werden nicht mit Medikamenten. So, Bokroy, Otto wird nur von Bokroy geritten. Sinica reitet den. Stute 1 und ja. Der wird auch nicht geritten. Das ist, passt irgendwie. Ich habe hier mal den Eindruck, deswegen. So, Nahrungsproduktion läuft. Kommt der nicht hinterher? Was macht der jetzt, Sinica? Sinica ist auch damit beauftragt, glaube ich, ja. Mit der als Aufseherin. Vielleicht nimmt man da Bokroy oder Doago. Ne? Doago hat keine Spezialaufgabe irgendwie. Dann macht das mal Doago. Sinica lässt es mal. Die soll kochen. Nichts anderes. Lucky Eagle kann wieder laufen. Keiko ist bei Pflanzen aufgestiegen. Sehr schön.
Faultierfleisch ist verdorben. Okay, wir brauchen. Okay, wird jetzt auch wieder geschlachtet dann. Ja, okay. Oh, das ist echt ärgerlich. Da wird ja richtig lange nicht gekocht, ne? Richtig. So, irgendwie kommen keine Händler vorbei in letzter Zeit. Kommt mir zumindest so vor. Sonnenfinsternis ist vorbei. Sehr schön. Hier wird noch fleißig geforscht. Wir haben echt viel Medizin. Das ist beruhigend. Ich glaube, wir bauen auch kein neues mehr an. Sparen wir uns die Arbeit. Ist hier schon voll? Ja, ist fast voll. Also wir brauchen Überfall. So, ich habe es lange erwartet. Eine Settlersgruppe der Fraktion The Wise Fjord Settlement ist in der Nähe via Transportkapsel eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. So, wen haben wir denn da? Okay. Sind gut bewaffnet, haben Shotguns etc. Die Tiere bleiben mal drin. Im Gebiet 1. Hier sind sie sicher. Und ja, wir warten mal ab. Unsere Männer schlafen. Okay. Waffentechnisch, ja, also. Irgendwie kann man aus dem Waffenschrank hier nicht die Sachen auswählen. So, deswegen, Bokroy holt sich mal einen Kurzbogen. Seneca hat schon eine Waffe. So, Keiko auch. Dann holt sich mal Bokroy die Waffe. Und ja, das müsste ich mal zur Priorität erheben, dass ich das hier mal bei den Ausgängen dann auch baue. Diese Verteidigungsplattform nenne ich die mal jetzt so. Die bereiten sich also noch vor. Quest läuft in 21. Das schaffen wir nicht, Leute. 6 Leute kann ich nicht unterbringen. Kriege ich nicht hin. Weg damit. Wobei man die jetzt auch beim Kampf gebrauchen könnte. Aber ich glaube, das kriegen wir auch schon so hin. Na, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Eigentlich müsste auch bald der Angriff erfolgen. Meninho und Keiko essen schon mal. Ich lasse auch keinen mehr raus momentan. Okay, Heimatgebiet auch mal verkleinern. Die sollen nur im Heimatgebiet verweilen. Die Kolonisten. Okay, ist eine Verstopfung. Tätigkeiten in der Heimatzone werden noch gemacht. Die müssen auch bleiben. Ja, die greifen an. Okay. Alle hier nach oben. Ich hoffe mal, die kommen hier auch nach oben.
Alle hierhin. Also die Shotgun kommt schon mal hierhin. Die Pistolenträger auch. Und Armbrust, Bogen, Langbogen. Aber bin ich mal gespannt, wie das wird. Also ist schon, sind schon eine Menge, ne? Eine Menge Leute. Die kommen hier zur Tür. Hm. Einer geht dahin. Ja, lass ihn mal machen. Oh, da hat eine Weste an. Okay, den haben wir. Oh, Behandlung benötigt. So. Echt hart verletzt. 12 Stunden. Der hat den richtig zugesetzt, ne? Mann. Das war echt. Puh. Das war echt krass. So, Oh, Menino ist verletzt. Oh. Wir lassen sie fliehen, Leute. Rette Menino. Ist alles heile? Ja. Körper. Okay, dann kommt hier nochmal so eine Befehl. Okay, da muss, hätte ich ein bisschen besser mit umgehen können, um ehrlich zu sein. Er soll. Duago, nimm Afisa gefangen. Ärzte. Bokroy soll jetzt auch mal als Arzt arbeiten. Die Waffen kommen rein. 1, 2. Wir brauchen 3 Gräber. Diverses. Die werden hier begraben. So, Menino muss behandelt werden. Und zwar sofort. Übernimmt Bokroy Sinica, Enbrin Abenero legt sich hin. Hungernde Kolonisten, okay. So, wurde gefangen genommen. Wie sieht es um ihn aus? 3 Stunden. Alter Verwalter, so. Erfolgt bereits. Medizinischer Notfall. Bin mal gespannt, ob das was wird. Sieht schlecht aus. Wie sieht es mit Menino aus?
Ich erlaube mal wieder den Tieren unbegrenzt. Gruffy ist ein Weidetier, unbegrenzt. Weidetier. Die Kolonisten kriegen wir unbegrenzt. Wie sieht der eigentlich aus, falls wir den retten können? Rechter Arm, Schnitt, Schuss, Blutverlust extrem. Transhumanist. Reduzieren wir mal den Widerstand. Na? Komm, ja, wir kommen da noch hinterher. Sehr schön. Abenero muss eigentlich versorgt werden. Das übernimmt jetzt Bokroy. Menino, Embrin sind versorgt. Seneca muss auch versorgt werden. Das kommt alles noch. Also erst kommen die Waffen mal rein. No Storage Space. Wir erlauben erstmal Waffen hier auch. Waffen. Biber. Sieht zumindest wie ein, ja, nach einem Biber aus. So. Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Gekocht kann gerade nicht. Wer übernimmt das Kochen? Abenero liegt auch verletzt da. Ja, echt, wir haben echt nicht genug Nahrung, ne? Die hungern alle. Geändert werden. Ändern. Plan auswählen. Roh. Rohes Essen, Fleisch. Ziegenwag. Plan auswählen. Wie sieht es mir nochmal mit üppig aus? Üppig erlaubt, glaube ich, alles, außer Menschenfleisch ist da auch mit drin. Insektenfleisch. Leichenkeime. Und verrotten das auch nicht. So, dann sagen wir mal üppig. Üppig, die müssen ernährt werden. So, medizinischer Notfall besteht weiterhin. Extremer Blutverlust. Ja, im Großen und Ganzen eigentlich gut hinbekommen, bis auf die schweren Verletzungen. Lucky ist verwirrt. Ja, okay. Das kann uns aber relativ egal sein. Ist eh eine Gefangene. Nachtruhe. Die Leute sollen mal heilen weiter. Menino kann wieder laufen.
Okay, so. Ja, viele haben wir nicht hinbekommen, wegen dem Angriff. Aber wir haben ihn überlebt, das ist auch die Hauptsache. Wir haben auch viel Baumwolle, ne? Irgendwie brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wir lassen es mal. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Okay, verrottet. Gehört hier nicht hin. Wir vergrößern mal dieses Lager hier. Zone erweitern. Vielleicht wird das Tier dann mal rausgetragen. Ja. So, Sinica kocht weiter. Reparaturen laufen. Es wird wieder angepflanzt. Jo, halb so wild, Leute. Eigentlich ist alles in Ordnung. Wir haben gute Waffen jetzt mittlerweile auch einsammeln können. Die Toten werden hier nochmal bald vergraben. Hoffe ich mal. Bisschen gereinigt muss hier auch mal. Anfisa, Leibwächterin, kann auch wieder laufen. Das ist gut. Nahrung wird mittlerweile produziert. Sehr, sehr geil. Das war echt ein Problem. Ja, wir brauchen jetzt aber Fleisch. Ich werde jetzt mal nochmal bei den Kolonisten wieder... rohes Verboten einstellen. Das gleiche wird auch für die Gefangenen gelten. Gefängnis. Wo kann man das einstellen? Körper. Rohes Verboten. Rohes Verboten. Rohes Verboten. So. Ja, das ist hier halt die große seltene Thrombus sind da. Könnte man ziehen, aber wir könnten es echt versuchen. Das ist ein Weibchen und ein Männchen. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es selber nie versucht. Man könnte es mal echt mal angehen, ne? So, also eins ist 40 Jahre, das Weibchen. Da haben wir noch ein Männchen da. Was für eine Lebenserwartung haben die überhaupt? Lebenserwartung? Steht die hier? Verletzung, Mindeststufe Pfleger, Hungerratte, Schmerzschockstarre, 65%, 220 Jahre. Mann, 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 Mann. Wir versuchen es mal. Oh, muss mindestens 10 haben, ne? Haben wir jemanden mit 10? Haben wir nicht. Ne, können wir dann lassen. So, 10er haben wir leider nicht.
So ist wieder Nacht. Und das passt ganz gut, ihr Lieben, denn wir sind wieder bei einem Ende einer Folge. Ja, mit ein paar Verletzungen den Angriff überstanden. Und ja, ich hoffe mal, dass beim nächsten Mal dann alle wieder ein bisschen gesund sind. Felder sind wieder angepflanzt, das wird das letzte Mal sein. Danach machen wir es nicht mehr. Ich glaube, ich werde das auch abstellen. Weil sobald die letzten Felder dann halt auch abgeerntet sind. Bei Heu würde ich das, glaube ich, noch drin lassen, weil das brauchen wir für die Tiere. Kann man sich halt auch mehr um den Rest kümmern. Dann haben wir halt auch genug Ernte da, hoffe ich. Wir müssen wieder jagen. Das stelle ich alles bei der nächsten Folge ein. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne abonnieren, darüber freue ich mich auch sehr. Und falls ihr Tipps, Tricks habt oder irgendwie Anmerkungen, gerne in die Kommentare damit. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Vielen Dank. Tschüss, tschüss, euer Farid.